Maar blijven nog een keer kort bij geld, als je bij de eerste twee nadere sujet komen. Het wordt weer veel opregen gezorgd, het wordt dag voor opregen. Kritiek van de nieuwe autosteuer. Daar stellen ze zich aan het voor, voor wat is dat daar zo spijt? Kort voor de kruisdag, maar dan is er kritiek dan om de autosteuer komen. En niet schon wie tripartit gesetzt und sich an der Chambre gestimmt kann. Also, du war ja schon gewusst, dass ob ein Automobilist ging durchkommen. Das ist nicht richtig, so wie das durchstellt. Ich meine, der DDR hat das Gesetz ja, nicht gestimmt. Wir haben gegen das Gesetz gestimmt. Das ist richtig, ja. Weil wir nicht damit abverstanden haben, dass die Autosteuer eine Ahnung haben. Die Tore wäre schon bekannt. Die Tore wäre bekannt, wir haben aber dagegen gestimmt. Und nun, nun rede ich, meine ich von allen Menschen am Land, Recht kriegt, dass man dagegen gestimmt hat. Und du hast doch alles Recht, wir suchen in dem uns dagegen gestimmt. Alle Menschen gesagt haben dann, dass das falsch ist, dann kann man zeigen, den Blödsinn da zurück. Weil das tut nichts mit Umweltpolitik. Das tut ganz einfach, das fällt an die Karte von der Abzocke, die das Regierung möchte. Die guckt Geld ran, sie kriegt von den Leuten, egal, das sind alle Neuen gut. Und das gibt dann irgendwie Verkehr an umweltpolitisch. Überlegung, die sind halt nur mal eben in. Also wie die Ökonomie geht, die in Dummer dann viel Geld verdient, so als auch Politik halt auf den Trip kommen, so also, Dummer, da können wir auch noch weiter Gelder an als Staats- oder Gemenge Käse abnehmen. Mir ist das einfach falsch, das System, und auch sozial ungerecht, wenn ein Treff für allem die Kleinen trifft, die mit der Familie, mit Kanner, die muss ein großes Auto, wenn sie viel Kanner haben, und sie trifft auch umweltpolitisch gesehen, vielleicht die falsch. Dass die Leute vielleicht in einem dicken Auto noch nicht viel damit fahren, die müssen aber viel bezahlen. An anderen Leuten, die vielleicht in einem anderen Auto fahren, ganz viel. Und die brauchen dafür Mannes. Und dafür haben wir auch gesagt, es soll denen nicht eine Politik machen, wo die Leute bestraft. Und das ist halt Politik für alle von den Geringen. Gering geht teuer so nicht immer, weil die Geringen und immer eine Maßnahme für den Auto teuer zu machen. Nicht kann man belohnen, die Leute, die etwas machen. Und man ging zum Beispiel hin, wie mir das als ADR proposiert, wenn man so in den Auto kauft, die man CO2 ausstößt. Aber da kann man sich in den niedrigen TVA setzen. Man belohnt Leute, an Platz ändert Leute zu bestrafen. Wir werden jetzt aufzocken, dann hält den DW den Regierung gesichert. Nun, muss ich aber, oder wollte ich den Frosch gefallen lassen, wie gemerkt, dass denn der von der Pressekonferenz selber über die Autosteuer, los springt denn er derem, ob die Populisten schien, los schwätzen er dem Volk nur Mund. Aus der Populismus werden, du merkst, oder können wir mit dem Reproche vielleicht regulieren? Ich meine, wir sind eine Partei, die die Interesse vom Volk vertreten hat. Aber wenn dann an dieser Überzeugung am Abklang ist, dann merken wir das. Und hei humio lo nicht, den Dach, die Decision kommt. Wir vom ersten Dach unwehren wir gegen die Autosteuer, do. Da weiß ich nicht, für was wir da noch ein bisschen wiederholen, wie später dann noch, wir werden das noch so lange wiederholen, wie die Steuer bestehen bleiben. Das ist so, dass das populistisch ist. Also, da sind ich lieber ein Populist wie ein Abzocker.